good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Game mit TV's Video und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Im Hintergrund seht ihr schon das Team auf dem Weg, was diesen, oder eher gesagt, letzten Mittwoch herauskam. Wie ich nehme das hier gerade am 2. Advent aus, am 7.12. Am Sonntag natürlich, ist ja klar. Ja, ein paar Spiele sind auch schon absolviert. Ich denke mal, als neues Team auf dem Weg kann sogar Cristiano Ronaldo second in Form kommen als Stürmer. Der wird dann überteuer sein. Den kann man sich eigentlich als normale Person, wie ich zum Beispiel, nicht leisten. Der wird, keine Ahnung, 2 Millionen wert sein oder so. Und denke ich mal auch von Schalke 04, Choupo-Moting. Er hat, glaube ich, 2 oder 3 Tore gemacht und eine Vorlage. Richtig krass. Und ja, jetzt kommen wir zum Team auf dem Weg von dieser Woche. Bestbewertester Spieler ist Klaas-Jan Huntelaar, oder Huntelaar, wie man auch immer aussprechen will, von Schalke 04. Sein bester Wert ist 89 Schuss, also gar nicht mal so schlecht sein Tempo, naja. Da haben wir noch aus der Bundesliga Felix Wiedwald. Silbertor hat bestimmt auch etwas wert. Linksverteidiger hier noch Klischee, auch richtig geil, den würde ich auch gerne ziehen. Ich würde am liebsten irgendeinen in Form ziehen, Hauptsache einen Informer. Ist eigentlich egal. Dann haben wir noch Pjanic, auch sehr geile Werte. Und dann noch rechter Flügel Carlos Vela. Außerdem haben wir noch einen auf der Bank, der richtig geile Werte hat. Das ist Zoran Tosic. Oder wie man auch immer aussprechen will. Ich glaube, das ist schon sein zweiter in Form. Oder wenn schon sogar sein dritter in Form. Also der geht richtig ab dieses Jahr. Hat auch richtig geile Werte. 90 Tempo, 86 Dribbling, 80 Schuss, 77 Passen und kann richtig gute Freischüsse schießen. Außer noch 4 Sterne Skills. Da haben wir noch einen aus der Bundesliga, nämlich Drimmitsch. Auch, ja, eigentlich auch ganz geile Werte. Und so viele Stürmer haben die Bundesliga in Ultimate Team nicht, die so richtig gut sind. Drimmitsch ist jetzt wahrscheinlich einer davon, den man eigentlich mal austesten kann. Ich habe ja auch ein Bundesliga-Team. Aber ja, wir wollen ein paar Packs ziehen. Hab jetzt 2 Minuten schon ein bisschen gelabert. Wir öffnen heute nicht so viele Packs, weil das Video noch heute am Sonntag rauskommen soll. Promo-Sets gibt es nicht. Doch ja, aber die brauchen wir nicht öffnen. Deswegen ziehen wir die normalen 7500er Packs und hoffen, dass wir vielleicht einen guten Spieler ziehen, der etwas wert ist. Im ersten Pack haben wir schon mal nichts Gutes drin. Ich werde das hier nicht alles schneiden. Außer wenn die EA-Server ja wieder lecken und dann das so lange dauert. Ich mache das hier ganz schnell. Noch ein Trikot von Indien. Nee, brauchen wir alles nicht. Ist alles nichts wert. Kommen wir auch gleich zum nächsten Pack. Wollen wir jetzt mal einen anderen auf dem Cover haben. Eden Hazard, das heißt ja, manche sagen ja, wenn er auf dem Cover ist, zieht man einen guten Spieler. Ich glaube da eher nicht dran. Jedenfalls mal ein seltener Spieler. Alex Meyer von Frankfurt ist aber, denke ich mal, auch nichts wert. Speichern hier kurz die Verträge und die Fitnesskarte. Powerhouse ist auch nichts wert, deswegen stoßen wir das alles wieder ab. Kommen zum dritten Pack vor diesem Pack-Opening. Alaba Strafi überspringen und haben Marlos drin, denke ich mal auch nichts wert. Also im Moment noch keinen guten Spieler gezogen, den wir verkaufen können. Deswegen legen wir die Hoffnung aufs nächste Pack. Tim Howard ist drauf, der Keeper von Everton. Mit der Glatze und mit dem langen Bart. Und wir ziehen Henderson, den hatten wir natürlich auch gerade im letzten Pack drin. Was natürlich geil ist. Ogbonnan kann man mal raufstellen. Ah, ich denke mal, ist auch nichts wert, vielleicht 400 Münzen oder so. Im Moment läuft das nicht so gut. War, glaube ich, schon unser viertes Pack. Heilungskarte kann man immer gebrauchen. Das, nee, brauchen wir auch nicht als Trikot. Weil die Spieler sich ja in FIFA 15 echt schnell verletzen und die Heilungskarten auch eigentlich viel kosten. Und wir ziehen nicht mal seltene Spieler, was ziemlich scheiße ist. Ziehen hier noch Rode, der hat gestern ein richtig geiles Spiel gegen Bayer Leverkusen gemacht, meiner Meinung nach, als er eingewechselt wurde. Also richtig geile zweite Hälfte. Falls das jemand von euch gesehen hat und Sky hat. Und jetzt kommen wir schon zum 6. oder 7. Pack. Wir ziehen so lange, bis wir mal wieder einen seltenen Spieler ziehen. Wow, Arango. Letztes Jahr noch bei Gladbach gespielt. Aber man kann sagen, dass wir nur Scheiße ziehen. Das
das kann man so sagen. Nach dem Trikot von Schalke 04 und Marseille, aber das können wir auch nicht gebrauchen. Öffnen jetzt noch 2 oder 3 Packs und dann war es das auch schon. Soll ja nicht so lange gehen, sind jetzt schon bei circa oder etwas über 5 Minuten. Nichts. Alter, das ist doch zum Kotzen, ey. Langsam. Das ist echt scheiße. Nichts gezogen. Dann hätte ich die Münzen auch verlosen können. Naja, was sollte man machen? Man weiß ja nie, was da wirklich drin ist. Jetzt haben wir mal Messi auf dem Cover. Vielleicht bringt er ja unser etwas Glück, Hakan Çalhanoğlu. Oh Mann. Guter Spieler, richtig geile Freischüsse, kann im Real Life, aber im FIFA ist er auch nicht so gut. So, dann würde ich sagen, das vorletzte Pack steht an. Wir machen das mal mit der Nase auf hier. Nose Pack. Griezmann. Griezmann kann man auch aussprechen, ist ja ein Franzose. Ey, wir ziehen echt. Ey, ich glaube, das ist das schlechteste Pack-Opening, was ich je gemacht habe. Naja. Kann man nicht ändern. So, letztes Pack. David Alaba bringt uns vielleicht jetzt mal wieder ein seltener Spieler. Das ist ja schon Vorfreude. Lacazette und Welbeck und Rudi. Lacazette vielleicht 1000 Münzen wert oder so. Wow. Ich glaube, der erste Spieler, den wir mal rausstellen können. Ist Welbeck noch was wert? Oh, jetzt habe ich ihn gespeichert. Na, egal. Kann ich immer noch machen. Und da würde ich sagen, war es auch schon von diesem Pack-Opening. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr die 10 Likes schafft, dann kommt die nächsten Tage, also nächste Woche schon wieder ein Pack-Opening. Ich denke mal so wieder Ende der Woche, so Samstag oder so oder Freitag. Mal gucken, also 10 Likes, wenn ihr die schafft, dann kommt das nächste Pack-Opening nächste Woche. Ja, und hoffentlich hat es euch gefallen, auch wenn wir keine guten Spieler gezogen haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. I'm so in love with you.